So, ich glaube, hier haben wir aufgehört. Aufnahme läuft, Lautstärke vom Audio sollte auch wieder okay sein. Ja, Linux und Audio, ihr kennt das Spielchen. Immer noch dieselbe Welt, immer noch derselbe Typ, immer noch derselbe Sonntag wie vor 5 Minuten. Ich habe ein bisschen aufgerüstet. Ein wunderschöner Stahlhalm dazu. Natürlich, besondere Weintrauben, ein nicht näher benanntes Mineralwasser und ein Schälchen mit nicht näher bezeichneten Knabbereien. Muskatnuss, Herr Mellor. Da würde ich sagen, wollen wir loslegen, oder? Erstmal wollen wir hier wieder runterlegen. Ich muss ganz kurz mal was schauen. Nee, alles gut. So, ja, der Weg, der war ja soweit durch. Hier hinten, wie man sieht, ich bin dann nach Beenden der Aufnahmen aus der Welt auch rausgegangen. Hier ist also nichts weiter. Uppalalo, na? Ah, hier ist also nichts weiter auch gewachsen oder sonst irgendwie verändert. Ist alles noch beim Alten hier. Das Schaf, ja, lassen wir das mal da, das ist okay. No, hier wächst auch schon wieder das Unkraut. Da wächst auch wieder Unkraut. Die müssen alle irgendwann mal in Betrieb genommen werden, würde ich sagen. Ja. So, dann hier Ofen, der steht hier, der bleibt hier auch noch ein bisschen stehen. Inzwischen, ich habe es ja dann auch mit reingeschrieben. Inzwischen ist klar, also hier, warum denn da der Strom nicht mehr geliefert wird, ist ganz einfach, dass der Mod ein bisschen verändert wurde und jetzt anders funktioniert. Das heißt, wir gucken heute mal, dass wir hier mal einen schönen Stromkeller bauen. Ja, das heißt, wir reißen hier alles wieder auf. Ja, wir brauchen erstmal ein bisschen Platz, dass wir arbeiten können. Und dann gucken wir mal, dann machen wir hier so unsere Stromzentrale hin. Warum bin ich im Creative-Modus? Programm beenden. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt passt alles. Was auch immer das war, ich habe keine Ahnung. Spiel hat da gerade angefangen, also Timer ist noch so halbwegs in Ordnung. Ich denke, das ist okay, aber zumindest ist jetzt wieder der normale Modus angesagt. Sammeln hier mal kurz ein. So, das auch noch weg, das auch noch weg. Ich glaube, hier machen wir wieder zu, oder wir machen den nicht so riesig, den Raum. Ja, wir machen hier wieder zu. So. Und hier machen wir auch wieder zu, dass wir so ein Quadrat haben einfach. Dann holen wir hier natürlich das ganze Zeug erstmal wieder weg. Die ganze schöne Planung, die ist jetzt so ein bisschen natürlich über den Haufen geworfen. Schaf, du fällst hier aber nicht rein, oder? Nein. Fällst hier doch rein, na gut. So. Gucken wir mal. Hoppa. Diese wunderschönen Dinger hier, die bringen halt nicht mehr so viel. Na, hier. 180 bringen die nur. Gibt noch eine andere Version davon, die bringt dann wieder ein bisschen mehr, braucht dann aber auch ein paar mehr Materialien. Das ist so ein bisschen angepasst worden, weil das war schon sehr unbalanciert, ne? Also hier das Teil, irgendwie, was hat das gebracht? So 1700 irgendwas, 1800 in dem Dreh. Ist schon vielleicht ein bisschen viel gewesen, ne? Und von daher, alles gut. Ist halt angepasst worden. Hatte ich nicht mitbekommen, ist nicht weiter tragisch. Müssen wir uns eine Alternative basteln jetzt hier? Wieso geht das jetzt hier nicht? So. Müssen wir mal schauen. So, jetzt ist er aus, genau. Und dann machen wir hier erstmal so ein bisschen vorbereitungsmäßig alles irgendwie und gucken dann gleich mal, wie wir das am schönsten hinbekommen. So. Weil von den neuen, da würde ich auch gerne irgendwie gleich zwei oder drei oder so hinbauen. Später natürlich dann irgendwann vielleicht auf Solarenergie oder so, aber ich glaube, die ist noch teurer. Von daher machen wir das erstmal so. Hupsa, ist das Inventar voll? Ja, das Inventar ist voll. So, die würde ich halt ganz gerne mitnehmen. Das braucht eh keiner.
Ja, also wir brauchen immer 4, 4, 4, 4, 4, immer drumherum. Okay, ich denke, das kriegen wir hin. Kann man die eigentlich mit was anderem schneller abbauen? Nee. Ich gehe erstmal kurz nach Hause. Weintrauben, gesund und lecker. Geht so. So. Aha, der Ofen geht. Der ging ja nicht, genau. Aber ich könnte mal eben ganz kurz vielleicht aufräumen vom letzten Mal noch. Vielleicht machen wir noch mal. Warte mal. 1, 2, 3. Warum kann ich eigentlich meine eigenen Rezepte nicht auswendig? Machen wir uns nämlich noch schöne Spitzhacke. So, da ist noch Kohle drin. Von. Ne, erst so, ne? Ach ja, der Cobblestone. Da war ja was. Moment. Einmal Cobblestone. Haben wir da eigentlich noch welchen von? Ne, ich glaube, wir machen einfach mal ein bisschen was. So. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was davon. So. Ah, komm. Dreimal. Das kommt hier mit dazu, zu dem Ding hier. So. Na, wunderprächtig. So muss das laufen. Ich habe übrigens ein bisschen wenig geschlafen, wie immer. Man merkt es mir natürlich auch an, wie immer. Es ist ja nun nichts Neues. Passt alles. Ist das überhaupt alles richtig ausgerichtet? Ja. So. Inhaltlich, nö. Nichts zu besprechen. Keine Ahnung, weil ist so. Deswegen werde ich mich darauf weiterhin auch beschränken, einfach nur das zu kommentieren, was ich hier verzapfe. Jetzt geht er zum Ofen. Jetzt hat er den Ofen geöffnet. Jetzt tut er die rohen Kristalle rein. Die Kristalle werden jetzt gebrannt. Na, weißt du Bescheid. Schon praktisch so ein Ding, ne? Gibt's im, neben gut sortierten Baumarkt als Metaware einfach zuschneiden lassen, funktioniert genauso. Oder für einen Zehner auf Amazon. Geht auch. Ist aber 1:1 das gleiche. Edelstahl oder was. Zuschneiden, Randen abrunden. Funktioniert. Kleine Bürste noch zum Sauberputzen. Sonst trinkt man dann irgendwann die Pilze mit. Das muss ja auch nicht sein. Und ansonsten, ja, ein Stückchen rausziehen. Guck mal eben hier. Hat man gar nicht gesehen, was das für eine Dose ist, ne? Sehr gut, so muss das auch laufen. So, so und so. Jetzt gehen wir eben noch kurz rein und holen Stöcker wieder raus hier. Haben wir hinten beim Holzzeug gehabt, naja. Dadadab. 2 nur, ne? Zack, 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 zack. So, da haben wir dann die nächste Spitzhacke. Und hier die Kristalle. Ich behalte mal ein paar so. Vielleicht brauchen wir sie für andere Rezepte irgendwann nochmal. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann können wir eben ganz kurz mal schauen. Ich glaube, hier oben auch ein, was ist egal. So, Hydro. Das Ding hier.
Der MV-Generator. Aber das Ding hier, da kann ja nur irgendwie, das ist leicht zu bauen und das kann halt nichts. Beziehungsweise nicht mehr. Das hier kann ein bisschen mehr, ist aber schwieriger zu bauen, wie man sieht. Stainless Steel kann man machen. Von den Hydro-LV-Generatoren haben wir ja schon einen. Das heißt, zwei müssen wir noch bauen. Das geht aber. Ah, das Ding hier, das ist auch wieder, aber das geht auch, ne? Das ist halt aufwendig. Aber das sind die Technikrezepte, die sind halt aufwendig. Deswegen werden wir uns erstmal damit behelfen, so zu tun, als ob. Und machen hier mal eben kurz den Stromkeller fertig. So, ich glaube, von der Tiefe her reicht der, aber... Ja, komm hier, ein bisschen ausleuchten. Obwohl, eigentlich können wir noch tiefer gehen, weil dann können wir die... Ach komm, drauf geschissen, das passt schon. So, dann holen wir hier den Boden kurz raus. Ja. Ja. Machen wir das Ganze so halbwegs vernünftig. Jo, dieses hier. Zack, zack, zack. Na, zack. Das ging doch so, oder? Ach, wieso funktioniert eigentlich nichts, sobald man irgendwie Technik installiert? Was soll denn der Scheiß? Diese Mod, ne? Ganz ehrlich. Also, so gut wie sie ist, so nervig ist sie teilweise. Stone. Wer macht so einen Scheiß? Was soll das denn? Das ist doch völliger Unsinn, ganz ehrlich. Da, diese Mod, ne? Ich drehe am Rad. Bin so wütend, dass man der Weintraube ist. So, also einmal außenrum Cobblestone und in die Mitte dann allen, okay. Ach, ganz ehrlich, ne? Lieber Technik-Mod-Autor, wenn du schuld bist an der Scheiße, misch dich doch bitte nicht in andere Mods ein. Muss reichen. Ja. Ja. So. La la la. Ach, der schöne Berg. Müssen wir eigentlich auch irgendwann mal weiterbauen da hinten, ne? So. Kommen wir hier nämlich schön. Fließenden Boden machen. Ich mache erstmal komplett zu und dann gucken wir dann gleich mal, wie wir das machen. Ja. Ups. Oder kommt die Scheiße mit den Teils von Moorblocks? Dann ist natürlich Moorblocks schuld. Aber es würde mich leider ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es Technik wäre. Ah, so. Ach, komm, was soll's. Weg damit. Weg damit, weg damit. Audio ist, ich glaube, ein kleines, ganz kleines bisschen zu laut. Moment. So, ich drehe das mal ein bisschen runter. Ich weiß jetzt nicht, jetzt ist es wahrscheinlich zu leise. La, 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 la. So, so, müsste passen. So halbwegs, ja. Linux und Audio. Bestes Ding ever. Das funktioniert perfekt. Gut, okay, Spaß beiseite. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Die Wand, die würde dann nämlich hier und dann würde da die Decke draufkommen. Das wäre natürlich dann auch alles irgendwie schön gefliest oder so. Mal gucken. Und dann machen wir nämlich... wir müssen ja eigentlich tatsächlich noch einen tiefer, weil wir ja die Dinger auch irgendwie versenken wollen. Das funktioniert doch vorne und hinten nicht. Wir machen hier mal zwei. Bam, 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 bam. Und dann gehen wir hier nämlich einfach noch irgendwie kurz ein bisschen rein. So. So. Na komm, na komm. So. So, damit das auch halbwegs schön aussieht, kommt dann hier Glas rein. Ja, habe ich natürlich nicht dabei. Und darunter kommt dann... Da sitzen die dann nachher.
So. Na komm, so. So. Können wir hier auch nochmal kurz ein bisschen ab. Ja, jetzt kommt man hier nicht mehr raus, ne? So, hier. Das ist, so. Gut, okay. So. Dann müssen wir hier das Ding. Ja, kommt dann hier rein. Och, ey. So. Das kommt hier unten rein. Das kann dann aber direkt, weil man das ja auch irgendwie anklicken muss, ne? So. Und dann kommt da dann da einer da. So. Dann hat er hier seine Connection drunter und geht dann hier ganz normal weiter. Und da machen wir dann auch nochmal. Hier machen wir auch nochmal. Ja, dann darf das hier noch eins tiefer gehen. So, so. Na. So. Da ist die Hacke hin. Da ist die nächste drin. La 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 la. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. So, damit hätten wir dann hier nämlich schön. Hier kann man dann auch nach hinten noch weiterbauen, wenn man es dann möchte. Und hier ist dann so ein bisschen so Schaltzentrale mäßig. Das müsste eigentlich alles noch ein tiefer, ne? Weil so, so Bauraum und so. Ja, vielleicht kann man mit Slaps dann von unten irgendwie gehen. Gehen denn Slaps noch? Ja, Slaps gehen noch, sehr gut. Dann ist die Decke nicht so ganz tief. Ich glaube, das ist ganz okay. Vor allem kann man dann auch noch gleich schön irgendwie wieder Trick 17 machen. Und die Wände, das machen wir einfach jetzt gleich mal. So. Hier machen wir erstmal zu, dass da keiner reinfällt. Ne? So. Und ja, ein bisschen ausleuchten kurz. Kommen wir nämlich mal eben schauen. Die. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall gleich mehr von, aber ich wollte erstmal gucken. Die packen wir nämlich hier in die Decke. Ist das, ne? Dann ist das nicht so ganz. Man stößt sich dann zwar schon noch den Kopf, wenn man springt, aber es ist nicht so ganz irgendwie, dass es nur so zwei hoch ist. Und dann müssen wir mal gucken hier an der Wand. Da kann man noch bestimmt irgendwie schick was machen. Ja. Guck mal hiermit nämlich. Diese müssten dann, weil das da Slabs sind. Das heißt, wir nehmen das hier mal raus. Wir bauen das mal mit Cobblestone. Wir machen das nachher dann noch vernünftig. Fast überall funktioniert das. So, machen wir hiervon. Dann haben wir an der Wand Slabs. Dann haben wir unten nochmal. Okay, okay, okay. Haben wir da eigentlich auch für die das wäre dann na, gucken wir gleich mal. So, erstmal probieren wir das mal aus, ob das denn generell so funktioniert. Das wäre dann so. Das wäre dann, aber nee, das wäre dann kein Slab, das wäre dann normaler Stein hier, ne? Hier wäre ein normaler Stein drin. Nee, das sieht doof aus, oder? Können mal. Ja, natürlich kein Schraubendreher dabei, es ist auch wieder hier. Oh, top vorbereitet, ne? So, dann gehen wir nochmal kurz rein. Lautstärke. Stahlhalm. So, Lautstärke passt. Nach unten hier. Werkzeuge. Oder? Hier. Da haben wir einen Schraubendreher. Kleinen Moment.
Oh, da bin ich wieder da. Man kann es ja stumm schalten. Gönn dir. Jetzt geht das Schraubendrehergefissel wieder los hier, ne? So, gucke mal hier. Dann machen wir hier unten. Gut, so. Na, hier ist der. Gut, hier oben, das haut eh nicht hin, aber so passt das. Das wäre natürlich schon sehr groß. Das wäre zu. Das wäre dann wieder so riesig. Was. Wir können das vielleicht. Weil wir wollen ja hier abschließen. Das heißt, hier wäre der Slab. So, da wäre dann der eine, hier wäre dann der. Moment. Das wäre der eine, der andere wäre dann hier. Gut, noch näher dran, dann wäre es dann hier wieder zu eng. Dann kommt man hier nicht wieder vernünftig längs laufen. Kann man dann hier auch nicht, aber okay, sieht einfach größer aus, dann ist aber tatsächlich nicht viel größer. Ja, dann machen wir das hier so. Kann man hier nämlich schon wieder zumachen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall schon mal eine Reihe frei machen. So, machen sich mal frei, so. Machen wir hier genauso. Also irgendwie dieses Kabel hier, das war auch schon mal irgendwie besser sortiert alles, habe ich das Gefühl. Wir können das hier mal ein Stückchen rausziehen, so. Egal. Na komm. So. So und so und so und so. Dann haben wir nämlich hier die Seiten schon mal. Ja, jetzt müssten wir eigentlich hier um die Ecke irgendwie noch was Schönes bauen, oder? Was ist das denn hier? Machen wir erstmal nur einen. Ach. Oh. Wobei Cobblestone eigentlich egal ist, da haben wir eh genug von. Holen uns mal so einen hier, wir holen uns so einen hier. Und wir können ja hier den anderen nochmal gucken, was ist das denn für einer? Der ist so ein bisschen flacher, ne? Könnte das passen da oben? Ach, guck mal an. Na, sehr schön. Und da drunter dann so einen steilen, oder? Nee. Ich glaube, das ist Käse. Ich glaube, das geht so nicht. Ich hasse diesen Schraubendreher. Oh. Nee. Also hier oben wird es gehen. Moment, das wäre dann ja eh noch ein, irgendwie, das wäre dann hier wahrscheinlich erst, ne? Also hier wäre ja noch so einer. Also das hier passt. Man kommt hier um die Ecke, okay. Naja gut, da habe ich jetzt nur einen von gemacht, ne? Ah, wir setzen den mal um. Na. So, der andere sitzt dann da. Das heißt, hier in die Ecke müsste dann. Ja, könnte das funktionieren? Ach nee, das war ja so ein Scheißding, was da nicht funktioniert, ne? Aber das hier oben, das könnte doch dann. Könnte das nicht auch hier funktionieren? War das der richtige? Nee. Ich hasse diesen Schraubendreher. Ich hasse ihn. Abgrundtief. Ich streite durch. Ich glaube, dieses Ding passt da sowieso nicht rein. Naja. Mache ich mir dann Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Wir können auf jeden Fall das so machen erstmal. Das heißt, in der Mitte ist eine Reihe Cobblestone. Beziehungsweise, Cobblestone. Slabs. Weil so eine Mitte gibt es ja hier gar nicht.
kann man die denn hier zumindest... Nein, hast du auch nicht dran gedacht. Oh, komm, was soll's. Wir haben's doch so. Na. So. Also. Ja, einer springt natürlich dann wieder um. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Setze ich einfach neu. So, zack. So, das passt. Dann die Abrundungsdinger an der Seite. Vielleicht kann man es hinten noch gerade lassen. Gucken wir gleich mal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Fliesen.